und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Primer Call, denn ich habe ja ordentlich eingekauft und habe es in mehr Videos gestückelt, damit ihr mehr sehen könnt und nicht alles auf einen Haufen habt. Deswegen kommen wir jetzt zu dem zweiten Primer Call und ja, ich habe hier wieder eine volle Tüte, die ich euch natürlich präsentieren will und ich würde sagen, wir legen sofort los. Fangen wir an mit einem Waschbeutel, Waschtasche, wie auch immer und sowas. Ist so eine ganz große Waschtasche, in der oder in die richtig, richtig viel reinpasst. Ich finde die so schön mit diesen Blumen drauf und lila finde ich auch sehr schön. Ja, ich dachte mir, ich habe zwar wirklich viele Kosmetik und Waschtaschen und alles, aber irgendwie brauche ich immer so gefühlt 3-4 Stück, damit wirklich alles reinpasst und das nervt mich immer, weil oben das sonst immer nicht mehr zugeht und deswegen habe ich gedacht, ich hole mir jetzt einfach so eine ganz große, wo ich einfach alles so reinschmeißen kann und die hat 7 Euro gekostet. Gibt es auch noch in anderen Ausführungen, in kleinen und in normaler Waschtaschenform. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich mir noch etwas für oder als Deko gekauft. Und zwar sind das zwei Christbaumkugeln oder zwei Weihnachtsbaumkugeln. Ich sage eigentlich Weihnachtsbaum, nicht Christbaum. Keine Ahnung, wie ich darauf jetzt gekommen bin. Und zwar sind die von Stitch und die sind so, so süß. Also hier ist einmal Stitch drauf oder drin und dann einmal Angel, seine Freundin und das ist so süß, sie sehen so süß aus und die haben 6 Euro gekostet, finde ich richtig süß, sind sehr, sehr schwer, ich glaube nicht, dass ich die an meinen Baum hängen werde, sondern hinstellen werde, aber zur Weihnachtszeit sehr, sehr cool. Dann habe ich mir nochmal ein paar Socken gekauft oder 3 Paare gleich und zwar sind das auch wieder so längere Socken, die ich dann für den Winter für meine Stiefel brauche. Die haben 4 Euro gekostet, sind von Stitch. So sehen die aus. Sehr, sehr süß. Musste natürlich mit. Dann habe ich mir noch Schmuck gekauft. Und zwar kann ich an diesen Armbändern einfach nicht vorbeigehen. Die haben 3 Euro gekostet und hier sind 8 verschiedene Armbänder drauf. So sehen die aus. Sieht richtig, richtig schön aus. Sie sind in so einem Silber. Sehen einfach süß aus. Mega süß. Und die mussten natürlich auch mit, weil ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen. Die sind einfach voll schön. Und dann kommen wir nochmal unspektakulär zu Socken. Und zwar sind das auch wieder längere Paare, aber diesmal in schlichten Farben für 3,50 Euro. 5 Paare sind einfach hier so in so einem Blau und Grau und Beige Farben. Einfach ganz normale Socken. Dann habe ich mir noch einen neuen Beutel gekauft und zwar ist der von Mickey Mouse. Sieht richtig cool aus. So sieht er aus und ich liebe ja solche Beutel, deswegen konnte ich natürlich auch nicht dran vorbeigehen und musste natürlich mit und der hat gekostet 4 Euro. Dann habe ich mir noch eine neue Schlafhose gekauft, weil ich neue kurze Schlafhosen brauchte und die sieht einfach so aus. Ganz einfach, aber ich finde das Muster sehr, sehr schön und die war runtergesetzt auf 2 Euro und für 2 Euro kann man halt echt nichts verkehrt machen. Dann habe ich mir noch ein Basic Top gekauft, einfach ein dunkelblaues für zu Hause, für unter meinen Pullovern. Das hat 2,50 Euro gekostet und ja, ist einfach ein ganz schlichtes Top. Dann habe ich mir noch ein Schlaf-T-Shirt geholt. Ich wollte halt dringend oder ich brauchte dringend Schlaf-T-Shirt. Auf jeden Fall haben die mir alle irgendwie nicht gefallen. Und schlussendlich habe ich ein Schlaf-T-Shirt gefunden, was runtergesetzt war auf 1 Euro. Auf 1 Euro. Auch wenn es mir ehrlich gesagt nicht zu 100% gefällt, habe ich gedacht, für 1 Euro kann ich ja mal ein Schlafoberteil mitnehmen. Und zwar ist das von Toy Story. Und das sieht so hier aus. Hier steht drauf, I'm a woman, what's your superpower? Finde ich, also die Message finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und so sieht das aus. Ja, ist einfach ein ganz normales T-Shirt. Und das benutze ich dann als Schlaf-T-Shirt bei 1 Euro, okay. Dann habe ich mir noch was zum Schlafen oder für zu Hause für den Hochsommer geholt, der zwar jetzt gerade nicht ist und noch eine Weile dauert, bis er wiederkommt, aber er kommt auf jeden Fall irgendwann wieder. Und zwar ist das dieses Oberteil hier, das ist einfach so ein, ich würde es gar nicht als Crop Top bezeichnen, dafür ist es schon viel zu kurz, aber das ist von König der Löwen, einfach so ein ganz normales
Top war auch runtergesetzt auf 3 Euro und dafür dachte ich mir natürlich, muss es in meinen Beutel. Dann kommen wir jetzt wieder zu ein paar Schlafklamotten und da habe ich mir einmal einen kurzen Schlafanzug geholt, den ich auch so süß finde. Und zwar ist der, glaube ich, von Aristocats, heißt das, glaube ich. Und zwar ist es einmal wieder eine kurze Hose, die ist halt einfach süß. Guckt euch das an, wie süß. Ich liebe diese Schlafsachen bei Primark. Die sind so fucking süß. Ich liebe sie. Und ich kann da nicht vorbeigehen. Ich würde am liebsten alle Schlafklamotten dort kaufen. Und ja, das ist einmal die Hose. Und dann ist noch das passende T-Shirt dazu. Das sieht so hier aus. Ist auch mit demselben Muster. Und ich freue mich schon, das bald anzuziehen. Es ist so süß. Und das hat 10 Euro gekostet. Dann habe ich von Stitch noch einen langen Schlafanzug, beziehungsweise einen Schlafanzug mit langer Hose und T-Shirt. Finde ich auch sehr, sehr süß. War auch runtergesetzt auf 7 Euro und sieht einmal so aus. Hier ist einmal die Hose und auf dem T-Shirt ist halt Stitch drauf. Kann ich ja mal dieses Bild hier. Das ist der Schlafanzug, so sieht er aus. Konnte ich natürlich auch nicht vorbeigehen, musste natürlich mit. Dann habe ich mir noch einen Pullover geholt, den ich auch sehr, sehr schön fand, weil er einfach schlicht ist. Und zwar sieht der so hier aus. Hier steht einmal drauf, Love Speaks Louder. Ist einfach ein Kapuzenhoodie und finde ich auch sehr, sehr schön. Hat 8 Euro gekostet und konnte ich natürlich auch nicht vorbeigehen, weil der einfach... Das ist einfach schön. Und zum Schluss dieses Hauls habe ich mir dann noch eine Kuscheldecke geholt und die ist so süß. Sie ist natürlich auch von Stitch und die sieht so hier aus. Ich weiß nicht, ob hier ist leider doch hier ist ein Bild drauf. Die hat 8 Euro gekostet und die ist halt so ganz flauschig und die Decke an sich sieht so hier aus. Also sehr, sehr süß. Hier ist halt auch Stitch drauf und sie ist so weich und so süß und Winter kann kommen, ich bin bereit. Und ja, da ist meine Tüte dann schon wieder leer. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr natürlich wie immer in der Infobox auf dem roten Abonnieren-Button. Könnt ihr einfach draufklicken und dann habt ihr mich abonniert. Wenn ihr noch auf die Glocke klickt, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, Mittag, whatever, wann ihr das Video guckt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu meinem nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt Tschüss.